Fluglärmgeplagte aus Mainz und Rheinhessen haben diesem Tag entgegengefiebert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt die Klagen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens. Es geht dabei auch darum, ob aus dem vorübergehenden Nachtflugverbot ein dauerhaftes wird. Schon draußen wurde deutlich, worum es drinnen vor allem gehen wird. Um den Fluglärm, der mit der neuen Frankfurter Landebahn Nordwest entsteht. Die Erwartungen der vom Nachtlärm Betroffenen an die Richter beim Bundesverwaltungsgericht. Ich erwarte von den Richtern, dass sie unser Recht erkennen. Und das ist einmal das Recht auf ungestörtes Leben, auf gesundes Leben. Das ist natürlich auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch die Stadt Mainz und das Land Rheinland-Pfalz beobachten die Verhandlungen mit Interesse. Vor allem, weil auch die umstrittenen Nachtflüge hier verhandelt werden. Das Land Rheinland-Pfalz ist mittlerweile auch dagegen und insbesondere auch für die Ruhe der Nacht. Und das hat aber sehr lange gedauert, was das Land Rheinland-Pfalz betraf. Also die Stadt Mainz hat seit 15 Jahren, sind wir dabei und kämpfen auch. Außer um das Nachtflugverbot geht es bei der Verhandlung heute und morgen um Anspruch auf Schallschutz, Fehler bei der Ermittlung des Lärms und um finanzielle Entschädigungen. Der Vorsitzende Richter aber stellte schon heute am ersten der wohl zwei Verhandlungstage klar, das Gericht werde nicht die komplette Planfeststellung prüfen. Wie immer das Urteil ausgehen wird, die Fluglärmgegner wollen nicht aufgeben. Wir werden weiterhin Druck auf die Politik machen, wir werden weiterhin Druck auf die Fraport machen. Also ich denke mal, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Unsere Montagsdemonstrationen gehen an der Politik nicht vorbei. Sie reagieren darauf. Morgen wird weiter verhandelt. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes soll erst in einigen Wochen bekannt gegeben werden. Und jetzt live aus Leipzig für die Landesschau aktuell. Sebastian Kisters, ist an diesem ersten Verhandlungstag schon was Wesentliches passiert? Also ich glaube, was Wesentliches hat der Vorsitzende Richter gleich zu Beginn gesagt. Er meinte nämlich, wir planen diesen Flughafen nicht mit und unsere Aufgabe ist auch nicht, neue Ideen einzubringen. Das heißt, von diesem Gericht, gerade klang es schon an, ist nicht zu erwarten, dass eine Zahl genannt wird, wohin die Reise geht bezüglich der Nachtflüge. Er meinte, uns geht es vielmehr darum, zu prüfen, ob es irgendwelche rechtlichen Formfehler gab bei der bisherigen Genehmigung. Und da kam er gerade auf einen Punkt zu sprechen, wo es um die Planfeststellung ging. Als es die Möglichkeit gab, Einwendungen einzubringen für Bürger. 127.000 Menschen haben das genutzt aus Rheinland-Pfalz und aus Hessen. Die gingen aber, als sie das getan haben, 2005, 2006 davon aus, dass die Null bei den Nachtflügen steht. Später dann hat das hessische Wirtschaftsministerium aber 17 genehmigt. Und der Vorsitzende Richter hier am Bundesverfassungsgericht sagte nun, da muss man erst mal prüfen, ob das denn so richtig war, dass diese Menschen mit ihren 127.000 Einwendungen gar nichts davon wussten, dass die Grundlage letztendlich eine völlig andere ist. Das wird hier also noch ein spannender Punkt werden, vor allen Dingen dann, wenn das Gericht die Entscheidung bekannt gibt. Kann man denn schon sagen, was das bedeuten würde, wenn es tatsächlich ein Formfehler war? Es könnte heißen, dass es ein Ergänzungsverfahren geben muss. Das Ganze würde dann 3-4 Jahre noch einmal dauern und man könnte wieder durch die zwei Instanzen gehen. Das heißt, der Hessische Verwaltungsgerichtshof müsste das prüfen, was die Genehmigungsbehörde, also das Hessische Wirtschaftsministerium, dort genehmigt hat. Und dann bleibt auch der Weg erneut hier nach Leipzig. Also von Rechtssicherheit ist man heute Abend, so viel kann man glaube ich sagen, erst einmal entfernt. Zumal die Ausbaugegner auch angekündigt haben, dass sie, wenn sie ihre Ziele hier vor dem Verwaltungsgericht, wenn sie ihre Ziele hier nicht erreichen, dann würden sie auch nach Karlsruhe gehen, weil es auch um das Recht körperliche Unversehrtheit geht, was den Lärm angeht. Live aus Leipzig, Sebastian Kisters, vielen Dank.